Christus spricht: Wer sagt denn ihr, dass ich sei? Wer sagt denn ihr, dass ich sei? Ich begrüße Sie alle und euch alle herzlich mit diesem Monatsspruch für den Monat September, der gerade begonnen hat. Herzlich willkommen hier in diesem Gottesdienst in der Mennonitenkirche am Sonntagmorgen. Wir begrüßen vor allen Dingen auch die Menschen, die uns über den Livestream YouTube miterleben können, die mit uns Gottesdienst feiern. Die Gemeinde ist größer als nur die Menschen, die sich hier versammeln. Aber schön, dass wir uns hier versammeln an diesem Sonntagmorgen. Ich begrüße ganz besonders Pfarrer Joachim Leberecht. Da sitzt er. Das Bild haben wir schon öfters gesehen hier bei uns. Joachim Leberecht wird uns heute die Predigt halten. Er ist angereist von Herzogenrath letztens nach Frankfurt. Von Frankfurt. Warum Frankfurt, werden Sie sich fragen? Weil er letzte Nacht noch seinen Sohn verheiratet hat und die Hochzeit gefeiert hat. Und man stelle sich vor, der Mann setzt sich dann in den Nachtzug und fährt nach Hamburg, um heute Morgen hier bei uns zu sein. Also das. Er hat gute Freunde hier in Hamburg, die ihn dann auch abgeholt haben und ihn hergebracht haben. Vielen Dank. Es ist wunderbar, dass wir heute die Menno Simons Predigt hören können, die wir ausgesucht haben in diesem Gottesdienst. Dazu gibt es natürlich eine Jury. Zwei der Jurymitglieder sind auch anwesend, das heißt, also mit mir sind es dann drei. Einmal Professor Hans-Martin Gutmann, extra aus der Ostsee, von der Ostsee heute Morgen angereist. Vielen Dank, dass du da bist, Hans-Martin. Und Dr. Andres Pacheco-Lozano, auch Mitglied der Jury. Die anderen Jurymitglieder sind zu weit weg, wohnen zu weit weg, können deshalb nicht hier sein, aber sind natürlich im Geiste mit uns in diesem Gottesdienst und freuen sich über diesen Anlass. Herzlich willkommen, alle Gäste, Gemeindeglieder, zu diesem Gottesdienst. Nach dem Gottesdienst werden wir die kleine Preisverleihung machen, eine kleine Laudatio hören. Wir bleiben also nach dem Gottesdienst, nach dem Spiel, nach dem Orgelspiel von Kilian Voth, einfach sitzen. Das wird nicht zu lang werden, können wir schon versprechen. Und dann sind Sie alle eingeladen zu einem kleinen Empfang nach dem Gottesdienst. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, Ursprung und Ziel des Lebens. Im Namen Jesu Christi, Grund der Liebe. Und im Namen des Heiligen Geistes, der Fülle des Lebens. Amen. Lasst uns Gott loben und singen. Thank you.
etwas klein gedruckt auf dem Gottesdienstblatt und wir stehen gerne dazu auf. Ich bitte die Seite im Kirchenrat zu beginnen mit den vorgerückten Zeilen und wir auf der predigenden Seite lesen die eingerückten Zeilen. Herr, du bist vor meinem Ziel gewesen, dein Sein. Wir können das nochmal gemeinsam beginnen. Also ihr fangt an auf der Seite. Herr, du bist vor meinem Ziel gewesen, dein Gnade. Und hast erlöst die Gefangenen Jakobs. Herr, der du dieses Land vor uns gegeben hast, dein Volk. Und alle seine Sünden bedeckt hast. Der du vormals hast bei deinem Sohn warten lassen. Und dich abgewandt von der Glut deines Zorns. Hilf uns, Gott, zu sein.
Lukas, dem 27. Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Zum Fest aber hatte der Statthalter die Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. Sie hatten aber zu der Zeit einen berüchtigten Gefangenen, der hieß Jesus Barabbas. Und als sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen: Welchen wollt ihr? Wen soll ich euch losgeben? Jesus Barabbas oder Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Denn er wusste, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Und als er auf dem Richterstuhl saß, schickte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen: Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, denn ich habe heute viel erlitten im Traum um seinetwillen. Aber die Hohenpriester und Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barabbas bitten, Jesus aber umbringen sollten. Da fing der Statthalter an und sprach zu ihnen: Welchen wollt ihr? Wen von den beiden soll ich euch losgeben? Sie sprachen: Barabbas. Pilatus sprach zu ihnen: Was soll ich ihnen machen mit Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Sie sprachen alle: Lass ihn kreuzigen. Er aber sagte: Was hat er denn Böses getan? Sie schrien aber noch mehr: